Niceste zur finalen Folge Nummer 11 des Sammel- und Trophäen-Guides zu The Last of Us Part 1 wieder mit dabei bist. Wir werden in dieser Folge das DLC Left Behind behandeln. Dort müssen wir auch wieder eine Menge an Sammelobjekten mitnehmen, die auch insgesamt mit dazu zählen, um Trophäen freizuschalten. Sprich, die Sammelobjekte werden hier weitergezählt aus dem Hauptteil. Und den Anfang macht das Artefakt Nummer 84, das ist die Kombinationsnotiz. Die findest du im Geschäft nebendran, neben der Apotheke, um dann hier die Kombination kennenzulernen. Also das ist sowieso eine Notiz, die du ganz automatisch im Rahmen der Story aufsammeln musst. Und dann gehst du auch direkt zur Apotheke und kannst dort jetzt mit der Kombination das Tor öffnen. Und in der Apotheke selber gibt es dann das Artefakt Nummer 85 und 86. Und generell habe ich es natürlich bei der Folge auch wieder so gehalten. Unten in der Videobeschreibung findest du die Timelinks zu allen Sammelobjekten, die wir hier in der Folge mitnehmen werden. Das bedeutet, du kannst dich ganz easy durchs Video klicken. Und außerdem habe ich dir natürlich auch den Link zur Playlist noch unten in der Videobeschreibung mit eingestellt. Und du findest den auch noch über die Infobox. Nachdem wir jetzt hier die Apotheke geöffnet haben, begeben wir uns nach ziemlich weit hinten in die Ecke. Dort liegt einer von den Cordyceps-Infizierten. Gott sei Dank bewegt er sich nicht, der ehemalige Apothekenmitarbeiter. Und nachdem Ellie ihn untersucht hat oder durchsucht hat, findest du dann den Apothekenschlüssel. Dann gibt es hier noch einen kleinen Jumpscare. Und nebendran liegt dann die Apothekennotiz. Das ist das Artefakt Nummer 86. Im weiteren Verlauf kommst du dann in der Mall an einem Salon vorbei und in dem Salon selber, da gibt es eine Notiz, die findest du an einem Skelett und das ist das Artefakt Nummer 87. Hier bist du jetzt im Salon drin, kannst du noch das ein oder andere natürlich mitnehmen und hier am Boden liegt dann auch die Salonnotiz, das Artefakt Nummer 87. Danach sind wir dann im Bereich Left Behind Einkaufszentrum Kids, das ist sozusagen das Unterkapitel. Und hier begeben wir uns auf die Suche nach dem Artefakt Nummer 88. Das ist der Steckbrief von Marlene. Allerdings steht auf dem Steckbrief dann Held obendrauf. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, dass es hier nochmal auch wieder auftaucht und aufgenommen wird aus dem eigentlichen Hauptspiel. Hier hinten an den Tisch musst du jetzt gehen. Und dort findest du dann auch den Steckbrief. Vom Steckbrief selber, von dem Tisch aus, gehst du dann weiter und folgst Riley. Und da wirst du dann gleich an einen Punkt ankommen, nachdem du hier hochgeklettert bist, an dem du das optionale Gespräch 41 aufrufen kannst. Wie gesagt, erstmal hier soweit folgen. Am Anfang vom DLC passiert noch nicht so viel. Soll so ein bisschen natürlich die Hintergrundstory auch zu Ellie noch erzählt werden, wie sie infiziert wurde, wie es zu dem Ganzen kam. Also ich finde das DLC wirklich klasse gemacht. Hat echt Bock gemacht, auch schon damals, wie es erschienen ist. So, und jetzt hier an der Wand, da gibt es das Firefly-Symbol und das ist das optionale Gespräch Nummer 41. Danach kommst du in der Mall an und musst dich direkt, nachdem du die Rolltreppe runtergelaufen bist, nach rechts drehen. Da hinten an der Wand gibt es dann ein großes Plakat und da kannst du das optionale Gespräch Nummer 42 aufrufen. Danach folgst du Riley und kommst gleich an einem Plakat vorbei, an dem so Wasserpistolen drauf sind. Und dort musst du auch kurz abwarten, bis du das optionale Gespräch führen kannst, drückst Dreieck. Und auch das optionale Gespräch hast du dann mitgenommen. Ich habe das Ganze jetzt hier ein bisschen vorgespult, weil das doch relativ lang war, das Gespräch. Also lang für den Guide, an und für sich nicht lang im Spiel. Danach folgst du dem Weg, gehst eine weitere Rolltreppe nach unten und ganz unten am Fuß angekommen von der Rolltreppe kommt dann Riley mit dazu und hier kannst du das optionale Gespräch Nummer 44 mit ihr stattfinden lassen. Und danach geht es in dieses kleine Zelt, in dieses kleine grüne Zelt, was wir hier rechts sehen. Und in dem Zelt selber gibt es hinten am Ende vom Zelt so eine kleine Kommode und auf der Kommode liegt ein Foto, beziehungsweise da
kannst du halt mit dem Dreieck interagieren. Und Ellie findet dann unter der Zeitung ein Foto. Was? Und das zählt dann als optionales Gespräch Nummer 45. Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Danach gehen wir direkt ins Gespräch, ins optionale Gespräch 46 über. Ob du jetzt hier den Drink annimmst oder ablehnst, ist an und für sich egal. Das zählt auch noch nicht zum optionalen Gespräch. Wichtiger ist dann draußen vor dem Zelt, da hängt ein Pferdesattel und mit dem kannst du dann nochmal interagieren. Und das wiederum zählt dann als optionales Gespräch Nummer 46. Wie gesagt, hier findest du den Sattel, mit dem einfach mit Dreieck interagieren und schon hast du auch dieses optionale Gespräch stattfinden lassen. Und was ist mit Prinzess? Wahrscheinlich haben sie mitgenommen. Danach kommst du mit in einen der besten Momente vom DLC und zwar befindest du dich dann in dem Halloween-Laden und hier gibt es auch wieder eine ganze Menge an optionale Gespräche stattfinden zu lassen und zwar kannst du jetzt zunächst erstmal hier diese Hexenmaske noch nehmen. Wie du diese einzelnen Gespräche in welcher Reihenfolge innerhalb vom Laden stattfinden lässt, das ist an und für sich egal. Hauptsache du nimmst sie alle mit. Ob du jetzt zuerst zum Beispiel das hier mit der Hexe machst oder es gibt noch so eine Phönixmaske, ob du das dann als nächstes machst, das ist an und für sich egal. Hauptsache, wie gesagt, du nimmst alles mit. Hier hatten wir jetzt das Gespräch 47, als nächstes kommt das optionale Gespräch 48, das kannst du zum Beispiel jetzt hier an der Stelle führen, musst nur warten, bis Riley dazukommt und interagiert und sie findet jetzt die Dracula-Maske und dann findet auch schon das optionale Gespräch Nummer 48 gleich statt. Ich bin Graf Dracula. Jetzt musst du noch Dreieck drücken und dann hast du auch dieses optionale Gespräch abschließen können. Ich bin Gräfin Dracula. Ja. Das optionale Gespräch Nummer 49, dafür musst du einmal hier hinten an das Regal gehen. Dort findest du ein Glas voller, ich weiß nicht, Augen sollen das glaube ich sein. Sowas kauft jemand? Ist mir zu hoch. Ellie wundert sich auch, dass jemand sowas kauft, aber okay. Jedem das seine. Und danach kommt Riley hier mit Frankensteins Maske aus dem Sarg geschritten und das ist dann das optionale Gespräch Nummer 49. Wow, das war blöd. Das optionale Gespräch Nummer 50 ist die Phönixmaske, die ich schon erwähnt hatte. Die findest du an diesem Punkt im Regal. Und auch hier musst du die Maske nur aufziehen. Mit Riley kannst du dann im Anschluss nicht nochmal zum Beispiel mit Dreieck direkt interagieren, sondern sobald du die Maske jetzt aufgezogen hast und das Gespräch zwischen den beiden stattfindet, zählt das automatisch dann als optionales Gespräch. Du kannst jetzt auch die Masken wieder zurücktauschen, wenn du Lust hast. Wichtig ist jetzt, dass du mit dem Wahrheitsschädel interagierst. Das ist nämlich auch noch ein optionales Gespräch. Und hier gibt es eine ganze Menge, ich glaube bis zu 10 Interaktionspunkte mit dem Wahrheitsschädel. Du musst es einfach nur so lange machen, bis du nicht mehr mit dem Schädel interagieren kannst. Wie jetzt hier in dem Fall. Ich habe das Ganze so geschnitten, dass du jetzt hier den letzten Punkt gesehen hast, zu dem der Wahrheitsschädel geantwortet hat. Und danach sollte Riley dann automatisch an den Schädel gehen und sich dann auch nochmal dazu äußern. Gibt es auch nochmal ein kurzes Gespräch. Und das zählt dann sozusagen als optionales Gespräch Nummer 51. Wir verlassen den Shop und gehen nach draußen und geben uns auf den Weg zum optionalen Gespräch Nummer 52. Das ist auch verbunden mit der Trophäe Steinwurf-Champion. Denn Riley hat hier unten zwei Autos entdeckt und sie will die Challenge daraus machen, wer als erstes die Scheiben des jeweiligen Autos eingeworfen hat. Wir müssen auf das rote Auto werfen, also die Scheiben des roten Autos zerstören. Ich habe das jetzt hier auch wieder vom Gespräch ein bisschen nach vorne gespult und auch gleich die Challenge selber, weil du musst einfach nur auf Nummer sicher gehen, dass du natürlich die Scheiben zerstörst. Das ist relativ easy, du hast genug Zeit, um alle Scheiben zu treffen und um Riley zu besiegen. Du bekommst halt die Trophäe nur dann, wenn du auch wirklich alle Scheiben vor ihr zerstört hast.
wenn du das gepackt hast. Genau, bekommst du die Trophäe Steinwurf-Champion. Eins hat der härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Genau, jetzt kommt noch eine Frage, die du Riley stellen kannst. Und auch das zählt mit zu dem optionalen Gespräch. Okay. Wieso bist du weg, ohne mir was zu sagen? Auch das spule ich jetzt an der Stelle einfach ein bisschen vor. Denn von hier aus können wir direkt auch das Artefakt Nummer 89, den Warnhinweis, mitnehmen. Der befindet sich nämlich gleich in einem Nebenraum. Wir folgen jetzt Riley. Sie öffnet uns die Tür. Und danach geht es jetzt links gleich in so einen Nebenraum. Und da kommt dann auch der Zettel zum Vorschein, beziehungsweise das Artefakt Nummer 89, der Warnhinweis. Wie gesagt, jetzt hier links rein. Und dann befindet sich der Zettel nicht hier rechts, sondern links. Genau, hier hinten auf der Arbeitsplatte. Da finden wir dann auch den Warnhinweis. Als nächstes befinden wir uns im Teil Left Behind Sonar, also im Unterkapitel. Und hier geht es nun darum, im Atrium das Artefakt Nummer 90, die Atrium-Notiz, mitzunehmen. Direkt nach der Zwischensequenz am Anfang begibst du dich nach rechts und hier hinten unter so einer Trage, Liege, da befindet sich dann auch die Atrium-Notiz. Kurz danach geht es dann weiter in dem Gebiet. Und du musst danach so einen Generator wieder intakt bringen. Also du kommst ganz automatisch hier dran vorbei. Die Katze hat dich im Vorfeld jetzt zweimal erschrocken. Und beziehungsweise Ellie zweimal erschrocken. Und danach befindet sich hier oben am Aggregat auch das Artefakt Nummer 91, die Generatornotiz. Danach, wenn du die Zoohandlung verlassen hast, bekommst du hier wieder im Atrium an. Und hier kommen ein Haufen Klicker, die kannst du aber alle unbeachtet lassen. Also auf die musst du wirklich nicht reagieren. Geh einfach schnell an die Tür, öffne die, geh dann nach oben. Und oben links gibt es dann nochmal so einen kleinen Unterschlupf oder ehemaligen Unterschlupf. Und dort findest du das Artefakt 92, das ist das Atrium-Aufzeichnungsgerät. Und wenn du das mitgenommen hast, dann kannst du anschließend auch das Kapitel soweit verlassen. Ich zeige dir hier nochmal kurz, wie das Aufzeichnungsgerät aussieht. Solange nämlich Gegner in der Nähe sind, bekommst du das beim Aufsammeln nicht angezeigt. Ja, und danach gehen wir zu dem Helikopter. Dort müssen wir reinspringen. Und dann bekommen wir auch ganz automatisch im Rahmen der Story das Artefakt Nummer 93. Das ist der Sanitätsartikel. Wie gesagt, sobald du im Heli drin bist, hast du ganz automatisch auch dieses Artefakt mitgenommen. Als nächstes befinden wir uns im Teil Left Behind Spaß und Spiele. Hier bekommst du das optionale Gespräch Nummer 53 und das Artefakt 94 Witze und Wortspiele Band 2. Also das ist ja dieses Buch, beziehungsweise ja, das Buch, was wir ja auch, oder eines der Bücher, was wir auch schon im Hauptteil zu genießen bekommen haben von Ellie, wo sie uns die Witze erzählt hat. Und wenn du diesen Teil mit dem Karussell hinter dich gebracht hast, hast du die Sachen auch ganz automatisch bekommen. Danach hast du direkt die Möglichkeit, Riley aus dem Witzebuch auch vorzulesen. Und das zählt dann zu den insgesamt 6 Witzen, die du im Spiel stattfinden lassen musst. Und wenn du das alles abgeschlossen hast, dann bekommst du die Trophäe "Mehr habe ich nicht". Also du kannst das natürlich auch nochmal in der Trophäenstatistik, in der Übersicht dir anschauen. Da müsste dann an der Stelle 3 von 3 stehen. Falls dir das eine oder andere noch fehlen sollte, schau ruhig nochmal in den anderen Kapiteln, in den anderen Folgen der Playlist nach bei den Witzen. Und dann wirst du auf jeden Fall das ein oder andere noch nachholen können. Jetzt hast du gesehen, das war jetzt hier noch das optionale Gespräch Nummer 54 in der Fotobox. Und wenn du das noch mitgenommen hast, dann hast du alle optionalen Gespräche hinter dich gebracht und bekommst die Goldtrophäe "Kennenlernen". Herzlichen Glückwunsch dafür. Danach, nach der Fotobox, gehen wir direkt hier in den Burgerladen. Hier finden wir das Artefakt Nummer 95, die Küchennotiz. Auch das musst du einfach nur mitnehmen. Und dann bist du auch da schon fast durch. Es gibt jetzt noch 2 ganze Notizen, die wir einsammeln müssen, aber es gibt noch eine Menge Trophäen, die wir jetzt mitnehmen wollen. Und zwar auf jeden Fall nochmal 3 Stück.
Wir gehen jetzt hier in diesen Laden hinein, in dem die ganzen Spielautomaten stehen. Und hinten links haben wir die Möglichkeit, uns in einen der Automaten zu setzen, die ja im Prinzip so eine Rennsimulation sein sollen. Und wenn du dich damit interagiert hast, dann gibt es auch noch die Trophäe "Niemand ist vollkommen". Das scheint wohl darauf anzuspielen, dass Riley überhaupt nicht von Rennspielen begeistert ist und Ellie aber hier an der Stelle voll ihren Spaß hat. Oh mein Gott, die kommen direkt auf mich zu! Ellie erreicht die Ziellinie! Also wie gesagt, Ellie hat auf jeden Fall eine Menge Spaß bei der ganzen Nummer gehabt und es sei ihr auch gegönnt. Und du bekommst zur Belohnung die Trophäe "Niemand ist vollkommen". Danach gehst du hier an den Automaten, den du vielleicht auch aus dem Hauptspiel schon kennst. Da gab es ja in einem der Kapitel mal so eine Anspielung mit Joel. Ich meine, das war noch in Bills Stadt gewesen. Und da hatten wir ja schon mal so einen Automat finden können. Und hier geht es jetzt vielmehr darum, dass du das Spiel rund um Angel Knives dann auch gewinnen sollst. Und dafür musst du einfach so eine Kombination jetzt gleich erfüllen. Und ich lasse dich einfach mal damit alleine, kommentiere das gar nicht weiter. Und du siehst ja einfach, wie du die Tastenkombinationen machen musst. Du musst einfach nur drauf aufpassen. Die Trophäe ist einfach nur damit verbunden, dass du wirklich gewinnst, ohne dass du selber Schaden erleidest. Steht am Rande des Schattentempels, ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Blackfang, tritt aus dem Tempel, so ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Ist auf dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und wie? Runde 1. Kampf. Runde 1 beginnt. Blackfang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Du versetzt ihm so richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet ihm 15% Gesundheit. Ja, er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du reißt die Ellenbogen hoch, gerade als er eine Combo startet. Du rutschst zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell, kontere mit einem Himmelsheber. Unten, oben und tritt. Cool. Er hat dich gleich. Schlag ihn, damit er los ist. Drücke oben, block und tritt für einen kleinen Angriff. Ablocken. Geschafft. Unten, vorwärts und jetzt ein Special. Ja, mach ihn fertig. Ja. Und damit hast du erfolgreich die Trophäe Angel Knives freigeschaltet. Hier gibt es jetzt nochmal die abschließende Combo, die Ellie ausführen muss. Und hauptsächlich ging es erstmal jetzt darum, dass du die Trophy natürlich mitgenommen hast. Dann gibt es noch eine weitere Trophäe im Bereich Spaß und Spiele, die für manch einen doch ein bisschen schwieriger sein kann. Für mich selber war sie auch nicht unbedingt so einfach zu holen. Und zwar geht es hier um die Wasserpistolenschlacht. Und hier musst du 2 von 3 Spielen gewinnen. Das bedeutet also, wir müssen Riley ja einfach besiegen. Und du wirst jetzt sehen, das war manchmal nicht so easy. Jetzt hier beim ersten Mal hatte ich echt Glück gehabt, dass ich sie so getroffen habe noch. Obwohl sie schon auf Ellie geschossen hatte, hat sie nicht getroffen. Es geht nämlich darum, dass sobald nur ein Spritzer auf den Gegner gekommen ist, der Punkt an denjenigen geht, der den Schuss, der den Treffer gesetzt hat. Und jetzt sind wir schon in Runde Nummer 2. Wir können natürlich hier immer so ein bisschen mit unserem Radar arbeiten und hören, wo sie ist. Und das Ding ist, es ist auch nicht immer gleich. Also du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, du machst das vielleicht genauso, wie ich das jetzt hier gerade dir zeige. Weil teilweise sind auch die Positionen, von denen du startest, manchmal andere. Also das hatte ich auch schon. Ich habe auch meine 2, 3 Versuche gebraucht. Bin dann einfach beim Scheitern immer wieder hingegangen und habe einfach das Kapitel Spaß und Spiele von Left Behind 9 geladen, bis ich dann die Trophäe Talent freischalten konnte. Wenn das jetzt bei dir auch geklappt hat, dann herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Zuletzt holen wir uns dann noch 2 Artefakte. Und zwar
das Artefakt Nummer 96. Das ist das Mannschaftsfoto. Und das finden wir im Teilbereich der Feind meines Feindes. Und das findest du hier hinten in der Ecke. Und im weiteren Verlauf gibt es dann hier nochmal ein Areal, wo relativ viele Gegner zu erledigen sind, wo auch nochmal ein paar Klicker auftauchen. Und dann musst du als nächstes in einen Lüftungsschacht. Und in dem Lüftungsschacht hast du die Möglichkeit, nochmal nach links abzubiegen. Und dort bekommen wir dann das letzte Artefakt, Artefakt Nummer 97. Das ist dann das Luftschacht-Aufzeichnungsgerät. Natürlich sehr, sehr einfallsreicher Name hier, weil es liegt ja auch im Luftschacht, das Luftschacht-Aufzeichnungsgerät. Ja, und wenn du das bekommen hast und wenn du natürlich alle anderen Artefakte im Vorfeld auch eingesammelt hast und dem Guide komplett gefolgt bist, wie ich ihn dir zur Verfügung gestellt hast, dann bekommst du hier an der Stelle mit Sicherheit auch die Trophäe Chroniken. Das ist eine Goldtrophäe, herzlichen Glückwunsch und freut mich, dass es für dich auch geklappt hat. Als letztes möchte ich dir dann noch die Trophäe Lebendiger Köder zeigen. Den kannst du nämlich direkt nach Verlassen von dem Luftschacht auch ausführen. Nimm einfach einen von den Steinen hier zum Beispiel. Oder wenn du noch eine Flasche oder einen Stein im Inventar hast, dann nutz den einfach. Und nun musst du ein paar von den Infizierten einfach auf die menschlichen Gegner hetzen. Dafür wirfst du einfach nur einen Stein oder eine Flasche in die Richtung von den menschlichen Gegnern. Und danach werden die Infizierten die Menschen auch angreifen. Damit hast du dann eine weitere wichtige Trophäe. Wenn du dann im Anschluss das DLC abschließt, dann sollte es dir hoffentlich so wie mir ergehen und du wirst nicht nur eine weitere Trophäe für den Abschluss vom DLC erhalten, sondern auch noch die Platin-Trophäe. In diesem Sinne hat es mich mega gefreut, dass du hier beim Guide mit dabei warst und es würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn wir uns bei einem weiteren Video hier auf dem Kanal wiedersehen. In diesem Sinne, hab vielen Dank. Und hau rein und mach's gut.